Also die Erwartungshaltung, jetzt schwacher erster Start ins Jahr. Danach Umkehr der Notenbank, starke Aufwärtsbewegung an den Märkten und eine Börse, die höher schließt, als sie begonnen hat. So der Tenor der grob meisten Investoren. Und naja, wenn alle das Gleiche sehen, geht es meistens ein bisschen anders aus. Also schauen wir mal, was könnte uns denn dieses Jahr anders erwarten.